So, hallo und herzlich willkommen. Heute bin ich auf der Insel Reichenau und ich laufe einen Rundweg um die Insel Reichenau. Der dauert der ist ungefähr 10 Kilometer lang und Höhenmeter sind 40 Meter, also eigentlich gar nichts. Und ja, falls ihr Lärm im Hintergrund hört, heute ist Rosenmontag und die Wägen für den Faschingsumzug, die formieren sich gerade. Die sind hier auf der ganzen Insel überall unterwegs. Und ja, damit werde ich wohl heute leben müssen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal und starten die Strecke. Ich bin schon an meinem Parkplatz, wo ich gestanden habe. Da waren schon einige Wägen mit lauter Musik. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen außerhalb, aber jetzt kommen die Wegen schon wieder von der anderen Seite. Es sind also einige unterwegs hier auf der Insel. Ja, jetzt machen wir es einfach mal. Ich bin hier oben am Hochwart, nennt sich das, und es ist der höchste Punkt von der Insel. Und hier ist ein Café im Sommer, ab März geht es anscheinend wieder los, laut dem Schild an der Tür. Und es ist auch ein Kunsthandwerk, ein Geschäft darin. Kann man mal gucken, ob man vielleicht irgendwas Hübsches findet manchmal. Könnt ihr mal, wenn ihr vorbeikommt, reinschauen. Ja, und ganz am Horizont kann man ganz leicht im Nebel oder im Dunst noch die Schweizer Alpen sehen, die sind nur schneebedeckt. Ja, hier oben am Hohenwart hat man wirklich einen herrlichen Blick und da kann man wirklich ringsrum über die ganze Insel gucken. Und im Sommer, wie gesagt, ist da oben ein Café, kann man auch schön hinsitzen im Freien. Da gibt es dann Tische und Bänke und Stühle und da kann man dann Kaffee und Kuchen essen und trinken. Und für mich aber jetzt aktuell geht es hier runter. Ja, bekanntlich wächst ja hier auf der Reichenau so ziemlich alles an Obst und Gemüse und hier hinter mir haben wir Rosenkohl.
vielleicht schon gesehen habt, der Weg verläuft nicht immer direkt am Wasser. Das geht nicht aus dem ganz einfachen Grund, weil auf der Reichenau, da gibt es ziemlich viele Privatgrundstücke, die direkt bis ans Wasser gehen. Und logischerweise verläuft dann kein Weg direkt am Wasser entlang. Also muss man manchmal wieder durch die Ortschaft, durch die Wohnsiedlung durchlaufen. Und irgendwann geht es dann mal wieder ans Wasser. Aber ziemlich viele Privatgrundstücke gibt es hier, die direkt bis ans Wasser gehen. Schade. Ja, die Laufzeit verlängert sich jetzt wahrscheinlich um einiges oder ganz sicher, weil wir waren jetzt noch in der Pizzeria was essen und das hat locker mal eine Stunde gedauert und deswegen wird sich die insgesamte Laufzeit um eine Stunde bestimmt verlängern. Aber Essen muss auch sein. Mit leerem Magen wandert sich so schlecht. Ja, das Pizza-Essen habe ich natürlich jetzt nicht gefilmt, weil ich will ja im Restaurant jetzt nicht andere Leute irgendwie filmen. Ich habe da auch keine Lust auf Schwierigkeiten. Das macht man einfach nicht sowas und deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht. Deswegen gibt es auch kein Filmmaterial davon. Das mache ich also grundsätzlich gar nicht sowas. Für alle, die gern einen Ausblick auf den See haben wollen, Fernsicht möchten und keine großen Höhenunterschiede laufen wollen, für die ist der Weg natürlich absolut perfekt. Wie gesagt, es geht manchmal ein bisschen zwischen die Wohnhäuser durch, nicht immer direkt am See. Das ist ein bisschen ein Problem hier, aber trotzdem ist der Weg trotzdem wunderschön, muss man echt sagen. Abgesehen von den Passagen, wo es durch die Wohnhäuser geht. Respekt, das erinnert mich an den Orangenbaum von der, oder Zitronenbaum von der Pippi Langstrumpf. Ja, es gibt da, wie ihr immer wieder sehen könnt, es gibt natürlich auch immer wieder wirklich schöne Wege. Hier zum Beispiel links haben wir jede Menge so Schilf. Man sieht jetzt hier nicht aufs Wasser. Ist trotzdem ein schöner Ausblick, sieht richtig cool aus. Ich zeig's euch mal. Ja, so sieht es hier aus. Also herrlicher Weg. Kann man wirklich auch nur empfehlen. Wie gesagt, mal abgesehen von den Etappen, wo man durch die Wohnsiedlungen läuft. Aber gut, okay. Ist halt so. Kann man jetzt auch nichts machen. Ja, mittlerweile hat man wirklich eine klare Sicht rüber zu die Schweizer Berge. Und im Gegensatz zu heute Morgen war es noch sehr, sehr dunstig. Aber jetzt perfekt. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, was ich mittlerweile sagen kann, also der Weg ist meiner Meinung nach nicht wirklich gut ausgeschildert. Also da ist nur deutlich Luft nach oben, da hätte man viel, viel besser das machen können. Und ja, ist halt so. Ja, hier unten ist das Strandbad von der Insel Reichenau. Sehr zu empfehlen, ich war da auch schon mal Gast. Ja, das ist also das Café, Restaurant, Imbiss, was auch immer. Da kann man reinsitzen und drin essen. Oder auch im Sommer sind draußen jede Menge Tische und Stühle, kann man auch dort essen. Ja, und so sieht es da drinnen aus. Also sehr gepflegt, ist alles relativ modern und auch ziemlich neu.
Ja, wie man sehen kann, gibt es hier auch jede Menge Umkleidekabinen. Also da sollte jeder ein Plätzchen finden. So, das ist jetzt die Rückseite von den Umkleidekabinen. Da gibt es also gerade nochmal so viele Kabinen. Also wie gesagt, da ist normalerweise immer ein Plätzchen. Ja, die sanitären Anlagen sind auf manchen Freibädern oder Strandbädern manchmal ein Graus, aber hier geht's eigentlich, die sind auch ziemlich neu und auch sauber. Ja, und wer möchte, der kann im Sommer natürlich Stand-up-Paddle fahren. Das habe ich auch schon hier gemacht. Das ist super, das macht richtig viel Spaß und das ist okay, kann man machen. Ja, für Spiel und Spaß ist gesorgt. Also wir haben hier eine Tischtennisplatte, so ein Karussell für Kinder, eine Wippe und Schaukeln in verschiedenen Ausführungen, auch für die ganz Kleinen. Ja, das, was man auf der anderen Seite sieht, das sollte eigentlich Allensbach sein. Ich weiß nicht, ob wir es hören können. Die Musik, aber die feiern richtig Fasching heute. Da findet ein Faschingsumzug statt. Ja, das Schöne an dem Strandbad ist tatsächlich, dass man auch, wenn man jetzt vielleicht nicht gleich früh morgens da ist, aber wenn man mal ein bisschen später kommt, man kriegt trotzdem noch einen schönen Platz. Und es ist nie überfüllt, es ist gut besucht, aber nie so richtig überfüllt. Ja, so Relax-Liegen gibt es auch im Strandbad. Also da kann man auch außerhalb der Saison kann man hier in das Strandbad rein. Das ist also ganz regulär geöffnet. Man kann rein und kann auch sich hier hinlegen und den Ausblick und die Ruhe genießen. Vorausgesetzt, es findet nicht gerade Fasching statt. Hier wieder ein wunderschöner Wanderweg, natürlich direkt am Wasser mit Bänken gibt es natürlich auch, dass man hinsitzen kann und die Aussicht genießen. Ja, das ist ein herrlicher Prachtbau, muss man also ganz, ganz ehrlich sagen. Und von diesen riesen Bäumen habe ich hier am Bodensee auf dem Rundwanderweg schon ganz viele gesehen. Auch noch mal erzählen muss, das ist, wir haben heute also den 20.02.23 und wir haben hier am Bodensee heute Temperaturen von 16 Grad und sonnig, blauer Himmel, seht ihr selber, wunderschönes Wetter und da bietet sich natürlich so eine Wanderung schon an. Am Wochenende denke ich mal, ist hier mit Sicherheit deutlich mehr los wie heute, weil viele sind, wie gesagt, auf dem Fasching. Es sind Faschingsferien, sind bestimmt auch sicherlich viele verreist. Und von dem her ist es hier richtig chillig auf dem Weg. Es hat natürlich immer wieder Leute, die hier unterwegs sind, aber hält sich absolut in Grenzen. Ist wirklich schön erholsam hier. Ja, hier am Bodensee wachsen auch schon Krokusse. Ja, also ich möchte euch gerade mal kurz
sagen, jetzt bin ich gerade am Ende der Tour angekommen und es war ein wirklich schöner Rundweg. Es gab wirklich sehr schöne Aussichten und ich kann den Weg eigentlich nur empfehlen. Was mich ein bisschen gestört hat oder sehr stark gestört hat, die Ausschilderung des Weges war meines Erachtens nach grottenschlecht. Da ist Luft nach oben und zwar deutlich nach oben. Das kann man wesentlich besser machen. Aber ansonsten ist der Weg wirklich perfekt. Der ist schön. Man hat, wie gesagt, sehr schöne Aussichten. Und ja, ich kann es eigentlich nur empfehlen. Hat Spaß gemacht und wie gesagt, keine großen Höhenunterschiede etc. Und hat Spaß gemacht. Wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute. Ich bin jetzt am Auto und ich mache jetzt mich auf die Heimreise. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Ciao.